Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung der dritten Staffel von Draufsicht. Was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Wasser. Obwohl über 70% der Erde vom Wasser bedeckt sind, ist davon nur ein kleiner Teil direkt für die Menschheit nutzbar. Denn die Süßwasserreserven sind begrenzt und schon heute leiden weite Teile der Welt unter direktem Wassermangel bzw. sind von diesem bedroht. Experten behaupten sogar, dass die Kriege der Zukunft um genau solche Ressourcen wie Wasser geführt werden. Denn Klimawandel und Misswirtschaft verschärfen die weltweite Ungleichverteilung des Wassers. Neben dem Wasser, das wir direkt sehen können und auch direkt nutzen könnten, gibt es noch das sogenannte virtuelle Wasser. Was das genau ist und warum es für die globale Wasserversorgung von so elementarer Rolle ist, das soll euch der folgende Beitrag zeigen. Auch wenn man es unseren Nahrungsmitteln und anderen Gütern nicht mehr ansieht, bei der Herstellung wird Wasser verbraucht. Dieses Wasser bezeichnet man als sogenanntes virtuelles Wasser. Natürlich ist dieses virtuelle Wasser keine wirklich messbare Größe und beruht auf Schätz- und Durchschnittswerten. Eine Tasse Kaffee verbraucht in der Herstellung ca. 140 Liter Wasser. Dagegen braucht man nur 30 Liter für die gleiche Menge Tee. Für die Produktion von einem Kilogramm Weizen werden durchschnittlich 1300 Liter Wasser benötigt. Dieser Wert schwankt jedoch stark zwischen trockenen und regenreicheren Anbauregionen. Ein Ei benötigt 200 Liter virtuelles Wasser. Vor allem das Futter für die Hühner ist in dieser Bilanz ausschlaggebend. Auch für die Herstellung von Papier wird Wasser verbraucht. In einem Blatt stecken ca. 10 Liter Wasser. Fleisch, insbesondere Rindfleisch, ist in seiner Herstellung besonders wasserintensiv. Computer und andere elektrische Geräte werden ebenso unter hohem Wasserverbrauch hergestellt. Allein in einem Mikrochip stecken schon ungefähr 32 Liter. Auch beim Obstanbau wird Wasser verbraucht. Natürlich wird auch in der Textilproduktion Wasser gebraucht. Unterm Strich drückt der Begriff virtuelles Wasser also aus, dass im Zuge weltweiter Handelsströme nicht nur die Güter selbst, sondern auch das bei der Produktion verbrauchte Wasser verlagert wird. Problematisch ist dies, wenn Länder, die sowieso schon von Wasserknappheit bedroht sind, große Mengen dieser Ressource für die Produktion von Exportgütern aufwenden. Jeder Deutsche verbraucht am Tag ca. 4000 Liter virtuelles Wasser. Da macht es natürlich Sinn, dass man sich beim Wassersparen nicht nur auf das Leitungswasser konzentriert, sondern eben auch das virtuelle Wasser mit einbezieht. Einige Produktbeispiele habt ihr ja in unserem Beitrag schon gesehen. Wer sich darüber hinaus noch informieren möchte, wie viel virtuelles Wasser eigentlich in seinen Nahrungsmitteln oder anderen Produkten steckt, dem empfehlen wir die Internetseite www.virtuelles-wasser.de. Wenden wir uns damit dem Leitungswasser zu. Jeder Berliner verbraucht davon 110 Liter am Tag. Um das zu gewährleisten, gibt es Wasserschutzgebiete mit einer Gesamtgröße von 22.000 Hektar in Berlin. Doch wie kommt das Wasser eigentlich in die Leitung? Wir haben recherchiert und uns mal mit Frau Hackene-Schrumpf von den Berliner Wasserbetrieben unterhalten. Unter anderem zu den Fragen, woher kommt eigentlich unser Leitungswasser und kann man es auch gefahrlos trinken? Wir brauchen Wasser für die verschiedensten Tätigkeiten. Zum Waschen, Duschen, Kochen, natürlich auch für unsere Zimmerpflanzen. Dass das Wasser einfach so aus der Leitung fließt, dahinter steht ein aufwendiger Prozess. Im Gegensatz zu manch anderen Städten kann das Wasser für Berlin direkt vor Ort gewonnen werden. Wir sind in Berlin begünstigt durch eine geologische Lage, die uns ermöglicht, das Trinkwasser für Berlin direkt aus dem Grundwasser unter Berlin zu fördern. Dieses Grundwasser wird angereichert durch Oberflächenwasser und durch sogenanntes Uferfiltrat. Das ist das Wasser, was aus den Oberflächengewässern in Berlin, aus Spree und Havel, in das Grundwasser versickert. Ein Wasserwerk in Berlin befindet sich in Friedrichshagen. Hier wird die Trinkwasserversorgung für den ganzen Ostteil der Stadt koordiniert und überwacht. Im Wasserwerk Friedrichshagen wird Grundwasser an die Oberfläche gepumpt. In einer sogenannten Schnellfilteranlage werden Eisen und Mangan ausgefällt. Sie würden Geschmack und Aussehen des Wassers beeinträchtigen. Danach wird das Wasser in einen Reinwasserbehälter geleitet. Dort verbleibt es, bis es gebraucht wird. Das Wasser in Berlin wird aus einem Wasserkreislauf gefördert. Das heißt, die Stoffe, die im Wasser sind, bleiben uns in gewissem Maße erhalten.
Man kann nicht alles aus dem Wasser herausfiltern. Das wären Reinigungsstufen, die weder energetisch noch finanziell in irgendeiner Weise sinnvoll sind. Der Verbleib von Hormonen beispielsweise oder Medikamentenresten ist ein gesellschaftliches Problem. Die Wasserwirtschaft alleine wird es nicht lösen können, aber es ist ein Problem, das gesellschaftlich gelöst werden muss. Der Gebrauch von Trinkwasser ist tageszeitabhängig und muss genau überwacht werden. Besondere Ereignisse, wie zum Beispiel Fußballspiele, werden im Wasserwerk genau registriert, da in der Halbzeit und kurz nach dem Spiel der Wasserverbrauch schlagartig steigt. Je nach Bedarf wird mit großen Pumpen mehr oder weniger Wasser in das ca. 8000 Kilometer lange Wasserversorgungsnetz Berlins geleitet. Natürlich wird auch die Qualität des Wassers ständig überwacht, damit man es gefahrlos trinken kann. Wir stellen die Qualität des Berliner Trinkwassers sicher durch den natürlichen Wasserkreislauf und dadurch, dass wir alles dafür tun, dass dieser natürliche Wasserkreislauf möglichst störungsfrei läuft. Das geht von der Aufbereitung über die Wartung der Netze bis hin zu dem, was wir in Kläranlagen investieren. Überprüft wird das Ganze in unserem eigenen Labor. Das ist ein staatlich zertifiziertes und überprüftes Labor. Und jährlich werden rund 20.000 Proben aus dem Berliner Trinkwassernetz entnommen, um die Qualität sicherzustellen. Im Wasserwerk Friedrichshagen werden zurzeit noch Fische zur Qualitätskontrolle eingesetzt. Diese reagieren wesentlich schneller auf eventuell problematische Wasserwerte als Labortests, deren Ergebnisse zum Teil erst nach 48 Stunden vorliegen. Doch warum sollte man überhaupt Leitungswasser trinken? Wer Trinkwasser aus der Leitung statt Mineralwasser trinkt, hat eine Menge Vorteile, sowohl was die Qualität betrifft, als auch was den geringeren Aufwand betrifft. Man muss selber keine Wasserkisten schleppen. Und man spart CO2. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass nicht erst abgefüllt werden muss und transportiert werden muss. Wir haben das mal ausrechnen lassen. Bei einem Mineralwasserkonsum von 138 Liter im Jahr pro Berliner könnte die Stadt Berlin oder könnten alle Berliner zusammen etwa 99.000 Tonnen CO2 im Jahr sparen, wenn sie Trinkwasser aus der Leitung nehmen statt Mineralwasser. Ein Liter Trinkwasser kostet, inklusive Abwasser, in Berlin 0,5 Cent. Trotz der Tatsache, dass viele diesen Preis als zu hoch empfinden, ist das Leitungswasser immer noch preiswerter und umweltschonender als in Flaschen abgefülltes Wasser. Das Leitungswasser in Berlin scheint also eine relativ gute Qualität zu haben, sodass man es auch gefahrlos trinken kann. Für viele ist deshalb schon heute Leitungswasser eine echte Alternative zum Mineralwasser aus Flaschen. Es gibt Menschen in dieser Stadt, die wollen das Leitungswasser trinken salonfähig machen. Das fanden wir so bemerkenswert, dass wir uns mit der Initiative AtTipTap getroffen haben. Eines ihrer Ziele ist es, mehr Trinkwasserbrunnen in Berlin zu errichten. Die meisten Brunnen in Berlin, wie dieser hier, sehen gut aus und funktionieren sogar. Trinken sollte man dieses Wasser jedoch nicht. Was in anderen Ländern zum alltäglichen Stadtbild gehört, ist bei uns in Berlin eher Seltenheit. Trinkbrunnen. Doch das soll sich jetzt ändern, meint zumindest die Initiative AtTipTap. Genau, wir sind AtTipTap und setzen uns dafür ein, dass die Menschen in Berlin oder eigentlich in Ländern und Städten, wo die Wasserqualität sehr gut ist, Leitungswasser trinken anstelle immer in Plastikflaschen abgefülltes Wasser. Ja, ich würde eher die Frage stellen, wieso trinkt man kein Leitungswasser? Weil es ist einfach preisgünstiger, man muss die Kisten nicht nach Hause schleppen, es ist sehr lecker und einfach besser für die Umwelt, weil man halt weniger CO2 ausstößt zur Produktion, man muss keine Plastikflaschen produzieren, die nicht mit LKWs über hunderte von Kilometern in Deutschland zu transportieren. Und ich sehe da eigentlich keine Vorteile für Flaschenwasser, weil die Qualität auch super ist in Berlin. Bis ein öffentlicher Trinkbrunnen steht, ist es ein langer Weg. Ja, es gibt bereits ein paar Trinkbrunnen in Berlin, etwa 17 Stück. Das Problem ist allerdings, dass viele von denen nicht aktiv sind. Also initiieren ist immer einfach, aber bis es dann wirklich durchgeführt ist, ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben schon 2 Jahre gebraucht, um den ersten Trinkbrunnen zu erreichen, der jetzt nächste Woche angeschlossen wird. Oder jetzt hinter mir gerade laufen die Arbeiten. 2 Jahre, es hört sich sehr lang an und war sehr mühsam, weil man dann auf viele Stellen angewiesen ist, aufs Tiefbauamt, auf die Berliner Wasserbetriebe, muss halt die Genehmigung vorliegen, damit es wirklich passieren kann, die Handwerker müssen zur Verfügung stehen. Ist nicht so einfach, aber prinzipiell gilt, dass überall, wo Trinkwasserleitungen sind und halt die Vorschriften da sind, also oder die Politiker dem zustimmen, dann könnten auch Trinkbrunnen entstehen. Leitungswasser nicht nur zu Hause, sondern auch aus öffentlichen Brunnen zu trinken. Für die meisten
Ist das etwas Neues in Berlin? Also ich glaube, die Resonanz ist schon da. Die Leute trinken schon an diesen Brunnen, aber noch nicht genug. Oder es gibt auch nicht genug Brunnen, damit es wirklich so ein Massenphänomen wird. Also eine Idee wäre ja zum Beispiel, dass man so Straßenschilder hat, wo dann einfach groß draufsteht, wo man von der nächsten Kreuzung sieht, hier ist ein Trinkbrunnen oder so. Also sowas müsste man halt, also das ist halt in die Kultur hineingehen, in der Planung, der Stadtplanung und der Bauämter, dass man halt überall diese Brunnen hinsetzt. Aber das ist natürlich nur ein Teil. Also wichtig ist natürlich auch, dass die Menschen zu Hause Leitungswasser trinken und nicht immer zu Discounter rennen und dort Sixpacks Wasser kaufen, was qualitativ schlechter ist als das Berliner Leitungswasser und nur noch man draufzahlen muss. Die Finanzierung eines Trinkbrunnens scheint eine der schwierigsten Hürden zu sein, denn neben dem Bau des Brunnens selbst muss auch die Qualität des Wassers ständig überprüft werden. Gutes Wasser kostet natürlich auch Geld, das übernimmt aber in diesem Fall die Wasserbetriebe. Was etwa 3.000 Euro pro Jahr sogar kostet, ist halt die Wartung, die Qualitätskontrolle. Also alle 2 Wochen wird dort die Probe genommen, im Labor untersucht, damit wirklich garantiert werden kann, dass die Qualität stimmt und dass die Bürger einfach dorthin gehen können und unbedenklich Wasser trinken können. Ja, also das kostet halt auch einiges an Geld. Also wir haben jetzt hier eine Kooperation mit den Berliner Wasserbetrieben, die uns den Trinkbrunnen zur Verfügung stellen und auch Teile des Anschlusses übernehmen. Wir haben EU-Fördergelder gekriegt und auch Spenden eingeworben und hier mit der Biosphäre, diesem Bioladen hinter uns, einen Wassermob im letzten Jahr durchgeführt, wo wir auch 700 Euro verdient haben. Und wir finanzieren halt dann die Wartung und den Betrieb für das erste Jahr und versuchen dann, dass der Brunnen weiter getragen wird vom Kiez. 3 Wochen nach unserem Interview steht an dieser Stelle tatsächlich ein Trinkbrunnen. Na dann, Prost! Es ist schon bemerkenswert, was solch ein Trinkwasserbrunnen zu leisten vermag. Das war die erste Ausgabe der neuen Staffel von Draufsicht, heute zum Thema Wasser. In der nächsten Sendung wenden wir uns dem Thema urbane Landwirtschaft zu. Wenn ihr wollt. Bis dahin.